Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Was macht der gute Buschkräfter natürlich draußen? Er macht seinen Glühwein, hat seinen Hobokocher oben und ich habe meinen kleinen Christbaum mitgenommen, weil es ist ja Weihnachten. Ich wollte euch an dieser Stelle einfach nur mal besinnliche Weihnachten wünschen. Genießt die Zeit mit einem Lieben. So viel Freizeit haben wir ja nicht. Genießt es wirklich. Ich werde es auch tun. Werde es mal abschalten die nächsten 2-3 Tage. Meine Videos kommen trotzdem Dienstag 13 Uhr, also Heiligabend, beginnt mein neues Großprojekt Bundesregierung, was weißt du zum Thema Blackout, und am Freitag um 13 Uhr kommt ein Kanal-Update um ein Jahresrückblick 2019. Vielleicht mache ich es auch umdreht, das weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch ein nettes Gedicht vorsagen, aber ich habe hier draußen kein Internet mehr. Das habe ich online gespeichert, das war sehr intelligent, gebe ich zu. Gut, aber ich werde es euch jetzt noch mit einspielen. Ich wünsche euch für Weihnacht heuer ein Lohr, was winzig und leicht ist und unscheinbar klar. Ich wünsche euch ein Kerberl voll Kraft und Mut, ein Kirm voller Schwung für euer Jungs Blut, ein Sackerl voll Hoffnung für die schwierige Zeit, ein Backerl voll echter Zufriedenheit, ein Flascherl voll grübigen, zünftigen Geist, ein Tascherl voll Lieb, dem er euch erweist, a Kisten voll Gesundheit und gute Gedanken, a Listen voll Namen, die euch was verdanken, a Handvoll beschauliche, heitere Zeit und a Arm voll verliebte Glückseligkeit. Und ich hoffe, dass für euch in Erfüllung geht, a Bruchteil von dem, was da aufgeschrieben steht. Denn ich glaub, wenn man alles das wirklich kriegt, dass der Chlorgramm Alois Paradies aufwirkt. Zur Boschini Klänge und eben zum Feuer. So, also liebe Leute, schöne Weihnachten, genießt die Zeit und wir sehen uns dann in alter Frische. Prost! Herrlich, so ein Glühwein draußen im Wald. Also, gehört euch!